Wenn man die X-Card von der Dana gehabt hat, mit der einen Front hinten drauf liegt, die hat die Ski geklopft. Also geklopft, ja. Wenn Gewicht und Dreck deiner war, war es raum mit lustig. Die hat die nicht mehr gepackt. Dann haben wir echt ewig rum da. Und Servus, willkommen zu einem Farmvlog. Ja, ich habe schon über einen Monat ist her, wo der letzte gekommen ist. Ja, viel Stress geht allgemein, geschäftlich viel Arbeit geht. Daheim, Kamera will nicht so richtig. Jetzt habe ich mich halt dazu entschlossen, mal zum gucken, wie das ist mit dem Handy. Ich weiß nicht, mein Ding schaltet irgendwie immer noch 30 Sekunden den Film ab. Mal gucken, oder sogar noch 20 Sekunden, das ist ganz unterschiedlich. Weiß nicht, was die hat. Und ja, wir stehen jetzt gerade da eigentlich dahin, wo der Johnny immer startet über Nacht. Und der Große startet aktuell auch hier hin. Haben wir nur Spatzen haben wir da hin. Ganz schlimm, das sieht man. An der Haube vom Krause und immer vom Kleinen. Und ja, warum stand man da hin? Ja, es gab sozusagen zwei Neuerungen dahin. Oder eigentlich drei, der Bulldog. Haben wir ja schon mitgekriegt, der 610er ist gegangen. Aber da mache ich noch ein Video, wenn ich auf dem Neuer bin. Normal müsste jetzt am Wochenende das Video kommen vom Neuer, welcher gekommen ist. Aber normal wissen das jetzt, also es sind 630R mit Frontlader Quickie. Aber genaueres sieht man ja dann, oder erkläre ich dann auf dem Blog mal. Ja, warum sind wir da hin? Ich drehe mal schon die Kamera. Ja, an dem Guter hat sich was geändert. Ich weiß nicht, vielleicht fällt es einem auf. Dem einen oder anderen kann es auffallen. Ich habe es auch mal irgendwo auf Instagram postet. Guckt mal da unten rein. Da kommt eigentlich immer mehr Video auf YouTube. Ja, wir haben neue Frontlader gekauft. Grund, warum, wieso, weshalb? Wir haben jetzt unabhängig von Hersteller, uns hat man einfach dazu empfohlen, haben wir jetzt so da, John Deere, ja, Baujahr 2021, die steht dieser Bootwoche. Also das ist ganz ein neues Teil. Warum haben wir dieses Monstrum kauft. Also, im einen ging es darum, das Problem hattet mir ja sozusagen beim. Ist okay, Spatzer. Hauptsächlich bei der X-Cut. Wenn wir die. Ja, X-Cut. Wenn wir die X-Cut von der Dana gehabt haben, mit der einen Front Hydraulik, die hat die Ski geklopft. Also klopft, ja. Wenn Gewicht und Dreck deiner war, war es raum mit lustig. Die hat die nicht mehr gepackt. Dann haben wir echt ewig rum da. Und auf jeden Fall haben wir dann die andere weg da. Das war ja ein 2, was 2,5 oder so. Toner, meines Wissens oder 3,2. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist die weggekommen. Und wir hatten jetzt halt, sagen wir mal so, 9 Wochen Lieferzeit, 8 Wochen Lieferzeit. Ja, Anfang an Januar ist sie bestellt worden laut Liste. Und Ding, ja, war halt die Ewigkeit von Lieferzeit. Ist gerade leider überall so anscheinend die längere Lieferzeit. Und jetzt haben wir die da, haben wir ein Abo, die konnte leider nichts aufnehmen. Wie gesagt, meine Kamera hat immer ausgeschaltet. Und mein Ding, was ich jetzt habe, wie heißt es? So Kamera, die halt schnell laufen lässt. So eine habe ich mir jetzt zugelegt, so gerade für solche Projekte zu machen. Ja, und auf jeden Fall, wir sind sehr zufrieden. Wir haben ihn gleich getestet, 2 Tage später. Wir konnten halt leider nicht auf der Acker raus. Und jetzt ist natürlich alles nass noch. Somit verschiebt sich das, wenn das einen Tag geht, wo
zwei, wo mein Aufhaus hat keiner. Das war gerade an dem Donnerstag, haben wir die Front, also die ist am Mittwoch gekommen. Mittwoch haben wir sie dann gleich anfangen nachbauen. Donnerstag haben wir sie fertig gebaut. Und am Freitag haben wir den neuen Bulldog geholt. Und am Freitag ist mir dann auch, mit denen auch gleich zusammengehängt mit der X-Cut hinten und Ding. Und ich bin dann gleich mit dem Neuen. Nein, der Neue hat man. Familie hat man am Freitag geholt und am Samstag hat man Gilla geführt. So war's. Am Samstag hat man dann auch mit dem gleich geschafft. So war das, stimmt. Wenn wir am Samstagmorgen Frontladen noch geholt haben. Genau, so war's. Und ja, wir sind eigentlich sehr zufrieden. Haben natürlich noch einen kleinen Umbau gemacht. Kann ich mal, das drehen wir mal so, ich weiß nicht, weil dann sehe ich halt den Bildschirm wieder. So darf ich jetzt wahrscheinlich falsch rum sein. Ja, wir haben da einen Halter hergebaut gleich für unser Klapper von der Fronthydraulik und ich hoffe auch mit dem Hebel muss man das halt machen, aber dann sieht man wenigstens, wenn was ist, steckt man mal ab und so sieht man auch dann mal eine Maschine. Den Halter habe ich schon selber geschweißt, Material habe ich gut gehabt. Und Kumpel, wenn mein Kumpel rausbrennt, soweit vorgefertigt, aber nicht ganz. Und ja, auf jeden Fall, da haben wir zwei der Grundor. Oben haben wir einen großen, einen starken Oberlenker jetzt nochmal drin. Das ist der. Und dahinter hängt der kleine. Sieht man eigentlich den Unterschied. Und ja, wir sind soweit zufrieden mit der jetzt. Ja, was hat man eigentlich, wir haben den halt abgebaut, ja, der Unterzug war noch drinnen, zeigen wir untereinander, also man hat dann sozusagen da hinten auch wegschrauben müssen, der Unterzug von der alten, und da hat man so einen Händler nach vorne aufgebaut, erst hat man die Halter neu gemacht, gleich erzogen, und von vorne dann den draufgeschoben, ja, können wir nochmal nach vorne gehen. Und dann hat man den hier unten eingeschraubt. Man sieht es leicht. Wo ist mein Finger? Da. Dahinter sind drei Schrauber rechts und links. Und da wird sie dann noch festgeschraubt, der Bock. In der Unterzug. Und ja. Man hat auch einiges gemerkt, dass die schwerer ist. Und ja. Läuft soweit. Dann, der nächste Umbau steht zu der Hanna. Und zwar haben wir ja eigentlich keinen Mann umgegangen. An der Radlader. Haben wir ja das Problem. Na, da hinten wird es jetzt dunkel sein. Das geht eigentlich, oder? Ja. Haben wir das Problem im Radladerkit? Drehen wir nochmal. Da unten sind eine Zylinder für die Zange auf und zu machen, die geht ja da auseinander, sind ja Lager drin. Die Lager sind rechts und links finito gewesen, da sind keine Kugeln mehr, nichts mehr drin gewesen. Dann haben wir gedacht, was machen wir? Weil das Problem beim Mister ist, beim Mister haben wir die Zange immer aufgemacht, dass man mehr Ladevolumen hat. Und jetzt haben wir rechts und links Zange ein bisschen aufgemacht, da was reingeschweißt. Sieht man jetzt ganz schlecht. Da haben wir was reingeschweißt. Und dann ich noch in der Mitte einen Boden reingeschweißt. Aber, wir schieben ja mit dem immer nach. Und wie man es vielleicht jetzt schon wieder erkennen kann, haben wir da hinten wieder, sieht man schlecht. Oder vielleicht sieht man es, dass da hinten wieder schon wieder ein Bogen drin ist. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt entschlossen, das umzubauen. Wir wollen das Schiebeschild bauen. Ja, alles gezeichnet und konstruiert schon. Schlechtes Licht. Auf jeden Fall fällt uns dann auf, wir haben ja nur ein Schneeballschild an den Radladen. Wieso haben wir da nicht reingedacht? Okay, gut, natürlich hat man noch was ändern müssen. Und ja, habe ich Material bestellt. Jetzt haben wir überlegt, bauen wir einen Zylinder rein, bauen wir keinen Zylinder rein zum Schwenken.
Das Problem ist dann einfach, der Zylinder kostet mit dem Halterung und alles knapp 170 Euro. Und durch das, dass wir unseren Radlader schon schwingen können, haben wir gesagt, das lassen wir so fertig. Ich zeige es euch mal. Das gute Schild. Und das ist das, was wir jetzt nachgeschweißt haben. Da muss man noch was ändern, da fehlt mir noch Teil. Und zwar, das Problem, das ist ja mittlerweile im Vierkantrohr, wenn man da Druck hat, verbrüht sich das irgendwann. Und ich habe da jetzt noch, kommt da genau aus so ein Halter, habe ich bloß vergessen zu machen. Kommt genau da hin noch her und da hin genauso her. Dann ist das auf der Druckpunkt. Da sieht man es vielleicht schon ein bisschen, dass er durchdruckt ist. Und ich war eventuell noch in einer Blechnähstelle. Das muss ich noch gucken. Und da genauso, da kommt da hinten noch was nach. Und auf der anderen Seite genauso. Ja, dann haben wir, das war so frei pendelnd, haben wir gesagt, nö, das wollen wir nicht. Auch da hat er komplett verschweißt, außer der Bolzer verschweißt, unten und oben. Und somit ist das Projekt abgeschlossen. Es wird noch lackiert die nächsten Tage. Und wir sind jetzt gerade noch gucken, ob es so in Ordnung ist oder ob man es drinnen muss. Also wir sind so der Meinung, dass man es wahrscheinlich drinnen rechts und links jeweils 20 cm weg. Aber ja, mal gucken. Dann wäre die Führungsschiene weg, also genau da haben wir knapp, da haben wir irgendwo da ab drinnen, dass der drinnen ist zum Heben. Und da haben wir auch ab, weil es einfach schon ziemlich breit ist mit den 2 Meter, was es hat. Und Schaufel hat bloß 1,60 Meter. Ja, das war es eigentlich da hinten Neues. Sonst hat es eigentlich nichts Neues gegeben. Soweit. Garage habe ich jetzt wahrscheinlich zu. Ja, natürlich. Dann gehen wir geschwind noch in die Garage, Werkstatt. Sehen wir uns dort. So, jetzt sind wir in der Garage, machen wir das da auf, machen wir das Licht an, lassen wir vielleicht ein bisschen mehr Licht dahinter. Und ja, ich habe mir gestern mein Zeug hergerichtet, eigentlich für den Denkzimmerbauer. Das Taumelgetriebe vom Mähdrescher. Und dann kam der Anruf, ja, so und so, mir soll das, oder ob ich Zeit hätte für was anderes. Daheim bauen wir gerade ein bisschen um. Mein Onkel ist gekommen und hat gerade Zeit umzubauen. Ich habe gesagt, ja gut, dann lass es halt so weit ans Zimmer kommen, so wie es braucht. Und ja, dann haben wir da nochmal schon meine Hilfsmittel raus. Und zwar habe ich von meinem Kumpel Hilfsmittel drehen, weil es einfach die Lager nicht zu machen. Ich kann sie zwar so nein machen, aber mit Hilfsmittel ist es vermutlich besser. Und von dem her habe ich ihn gefragt, ob er mir was drehen kann. Ich war mir auch am überlegen, eine Drehmaschine anzulegen, aber wo stelle ich die nach? Wo habe ich den Platz? Von dem her habe ich mich dazu entschieden, ihn zu fragen, ob er mir das drehen kann. Und ja, hat alles so geklappt. Bin top zufrieden. Dreh mal. Ja, keine Werbung, das sehen wir jetzt mal weg. Wollen wir so zum Lager einschlagen, gerade da haben wir das zum Ausschlagen, bloß habe ich da jetzt aufgefallen, mein Dinger, meine Länge ist zu kurz, ich krieg das bloß so weit rausgeschlagen, jetzt muss ich halt was zwischen einlegen, das Motor, dass es weiter rauskommt, dass das mehr nimmt. Und ja, da sind verschiedene Durchmesser für verschiedene Lager, gerade der Durchmesser ist schon das Lager raushauen. Der kommt ins Lager, der haut das Lager raus, kommt ins Lager, haut das Lager raus. So habe ich das jetzt geplant. Den können wir auch mal gleich testen da. Da haben wir ein Ina-Lager. Komm raus. Ina-Lager. Und zwar sollte das in der Durchmesser sollte innen reingehen. Und der andere sollte auch so drauf gehen. Passt perfekt, weil ich wollte die Lager kaputt machen, so verkennt es auch nicht ganz so schlimm.
Und ich kann daneben hauen, dass es gleich kaputt ist. Weil ich habe kein Ersatzlager mitbestellt. Das ist nämlich nur einfach. Das kommt in der Vater wieder gestern an der Werkstatt rum da. Das, was wir gerade gezeigt haben, kommt nämlich da in ein nächstes Lager. Da ist noch ein Macker, ne? Ja, mal gucken. Und wo ist das andere? Wo ist das andere? Wo ist das andere? Ach, da. Und da kommen ja die drei Lager rein. Das ist der äußerste Durchmesser. Ja, das haben wir noch gemacht. Auch gerade Lagerhülse zum Pressen. Von denen Lager. Von denen FG Lager. Dass man eigentlich ja das mal einpackt. So. So. Dann haut das in der Mitte nirgends an. Und da hat er keinen Außenring sauber einschlagen. Ohne dass irgendwas passiert. Ich habe das alles machen lassen, wenn wir einfach dann sicher bin, das Zeug zum Schlagen und Auspressen. Und ja, dann machen wir das jetzt mal und wir sehen uns später wieder. Bis dann. So, damit ist das Video wieder zu Ende. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr weitere Fragen habt, einfach unten in die Kommentare oder auch Anmerkungen, sonst was, einfach unten rein, die werden dann wieder beantwortet. Und dann sieht man sich nächstes Mal. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund.